Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin Sauer Laser und ja, heute haben wir Sonntag. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin hier in die Gegend gefahren, aber hier gibt es ein Problem. Die haben, wie ihr da vorne seht, abgesperrt und haben für sich dieses Grundstück hier beansprucht. Wir sehen da hinten auch Autos stehen. Wir werden jetzt hier einfach fahren und bis uns einer wegschickt, was natürlich richtig scheiße ist, weil der Weg hierher war echt weit und auch anstrengend, wie ihr seht. Bin ich hier mit Anhänger und Fahrrad oder sind wir mit Anhänger und Fahrrad hergekommen und das war echt ein weiter Weg, ein sehr anstrengender weiter Weg. Wir haben fast eine halbe Stunde gebraucht, war schon echt Wahnsinn. Ja, ich habe den Wagen hier, ich werde mal alles vorbereiten und dann wollen wir mal hier ein bisschen fahren. Ich habe heute auch die Caro mit und Kamerafrau filmt die ganze Geschichte hier, damit ihr mal ein ordentliches Bild habt und ich mal ordentlich fahren kann. So Leute, ihr seht mich hier im Schatten. Wir haben gerade für ein kleines Vorintro für euch geschnitten, weil dieses Video wird extrem riesig. Wir sind heute hier mit den Titanen, wie gesagt, den 1,5er, 4x4, mit Caro. Wie gesagt, wäre sehr anstrengend, den ganzen Kram hierher zu schleppen. Wir haben einmal hier die Hero stehen, die hier den Berg filmen soll und so. Und da hinten haben wir die zweite Actionkamera. Sorry, wenn der Ton nicht so krass gut ist. Ich habe mein Mic nicht mitgenommen, mein externes. Und ja, ich übergebe jetzt mal die Kamera und dann werden wir hier mal ein bisschen rumfetzen. Und ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Und jetzt kommt halt das Hauptvideo. Ich übergebe mal die Kamera. Wollen wir mal. Wir haben auch schon alles vorbereitet für das Auto. Anmachen. Und ich gucke mal, ob ich so ziehen kann. Wenn nicht, muss ich nochmal die Karo abnehmen. Geil, Leute. Geil. Kurz warm werden lassen. Oh, das ist geil. Hier macht das noch mehr Spaß als auf dem Parkplatz. Okay, was ist jetzt los? Ja, war eine kurze Fahrt. Längsservo geht nicht mehr, Leute. Ich höre es, aber... Oh Mann, ey, sag jetzt nicht, da ist irgendwas kaputt gegangen. Okay, was ist hier los? Irgendwie hakt hier was. Ach, wegen den Stein. Krass. Okay, hier ist ein dicker, fetter Stein drin. Krass. Kann man den sehen? Ein weißer, dicker, fetter Stein. Alter, wie schnell so ein Stein uns den Spaß verderben kann, ist ja krass. Vielleicht sollte ich mir irgendwas basteln hierfür, dass hier keine Steine reinkommen. Oh, ich hatte schon Panik, ey, dass jetzt schon wieder irgendwas im Arsch ist für die weite Strecke. Ja, krass. So, mal gucken, ob die Lenkung wieder geht. Okay, geht wieder. Okay, Karo wieder drauf und weiter geht's. Springt beim ersten Mal ziehen immer an, geil. Ah.
Oh shit! Nein, meine GoPro! Ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich musste nämlich ihm rennen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam mal kurz an. Der Wagen ließ sich nicht mehr kontrollieren. Sprich, die Lenkung hat nicht mehr reagiert und das Gasbremsservo nicht mehr reagiert. Der Wagen ist gegen den Zaun eingerastet. Wie wir hier auch sehen, ist nämlich alles im Arsch. Ich zeig das mal eben kurz. Da, voll eingerastet. Die Motorhaube ist aufgerissen. Das kann man noch reparieren. Und das hier könnte ich hier wieder ransetzen. Gott sei Dank nur die Schürze, weil hier die Motorhaube ist eingerissen bis hier oben hin. Der ist hier voll gegen Zaun eingerastet. Hat die ganze Zeit, der Motor ist hochgedreht. Ich habe den Stopp-Aus-Knopf gedrückt. Dabei habe ich mir den Finger hier aufgeschlitzt. Hat nicht funktioniert. Ich musste den Joke nach unten setzen. Guckt euch die Kupplungsglocke an. Die zeige ich euch gleich. Die ist nämlich rot. Das ist, ja, bin ich enttäuscht? Nein. Ich weiß nicht, woran es lag. Das gucken wir uns jetzt an. Es stinkt übelst. So, gucken wir uns nochmal die Haube an. Ja, die ist da kaputt. Ansonsten hat die Haube keine Schäden. Ist alles noch in Ordnung. So, was ist da los? Wir sehen die Glocke. Guckt euch die Farbe an. Übel. Wie gesagt, ich muss den Joke drücken, damit er ausgeht. Vollgasstellung, wie wir sehen, hakt das hier. Das Servo hat nämlich nicht mehr reagiert und hat er die ganze Zeit Vollgas gegeben. Es ist hier irgendwas geschmolzen, Leute. Der Aufkleber ist auch im Arsch. Die Lenkung hat nicht mehr funktioniert. Kein Stein oder so. Sie funktioniert einfach nicht mehr. Keine Ahnung, was hier los ist. Die geht nicht mehr. Die lässt sich einfach nicht mehr bewegen. Ach, der Knochen ist da rausgeknallt oder gebrochen. Können wir das da sehen? Oh, heftig. Was ist da denn passiert? Moment. Also entweder ist da der Knochen nur rausgeknallt oder es ist da alles weggefetzt. Auf jeden Fall reagiert die Lenkung nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der
das Kabel ist nur dreckig. Irgendwas ist hier weggeschmort. Oh, übelst warm. Der Schlauch ist auch weg. Vielleicht ist der ja weggeschmolzen durch die Hitze. An den Kabeln ist alles in Ordnung. Ich will ihn gleich mal anschmeißen und gucken, ob alles noch in Ordnung ist, ob er noch läuft. Ja, krasses Ding, ey. Keine Ahnung. Der ist einfach nicht mehr... Bremsserver hat einfach nicht mehr reagiert. Ich weiß nicht, was los ist. Gucken wir gleich mal. Ansonsten, der 4WD-Antrieb funktioniert noch. Oh, krass. Irgendwas ist da krass passiert. Müssen wir gleich mal gucken. Ich schalte mal ein, mal gucken, was passiert. Das Lenkservo geht nur noch. Das Gasbremsservo ist hinne, so wie es aussieht. Das Lenkservo geht aber noch. Er hat einfach das Gasbremsservo aufgegeben. Aus nichts. Einfach so. Ja, Leute, da sind wir wieder zu Hause. Ich konnte leider nicht mehr weiterdrehen, weil wir Besuch bekommen haben von einem RC-Kollegen. Wir haben uns dann ein bisschen verschnackselt und haben uns nett unterhalten über die 1,5er. Und da wird auch noch eventuell was kommen, ob wir uns nochmal zum Fahren treffen wollen. Aber wir kommen jetzt mal hier zu dem Problem. Was ist denn passiert mit dem Auto? Ja, einfach hier. Das Kabel ist einfach abgefallen. Und ich habe das Servo dann da auch noch auseinandergenommen, habe mir das angeguckt und ihr seht, hier fallen mir auch schon Sachen entgegen. Das ist das Brems-Gas-Servo oder Gas-Brems-Servo, wie man es nennen möchte. Und wir sehen hier ganz klar, dass hier einfach die Kabel abgebrochen sind. Und das Servo hat auch übelst gestunken, also das hat da irgendwas hat da gequalmt, das war das Servo. Irgendwas hat sich da verabschiedet. Und das hat richtig, richtig übelst gestunken. Und ich zeige euch das mal hier. Da könnt ihr sehen, die Kabel sind glatt einfach abgebrochen. Also das während der Fahrt einfach zack abgebrochen. Ja, sieht echt krass aus. Wirklich eiskalt abgebrochen an der Stelle. Also nicht irgendwie abgelötet oder abgewackelt oder so, sondern ist einfach abgebrochen. Und als ich das Servo abgenommen habe, ist mir das Kabel einfach entgegengefallen. Und hier dieser kleine Kondi, oder was es ist, ist mir entgegengefallen. Ich weiß auch nicht, wo der hinkommt. Es sind auch noch weitere rausgefallen, die waren aber alle aufgepufft. Und ja, das hat das Servo wohl nicht überlebt. Jetzt möchte ich aber auch nochmal kurz was sagen. Viele werden jetzt sagen, siehst du, hättest du jetzt einen Killswitch gehabt, wäre dir das nicht passiert. Ich weiß es nicht, weil, Leute, als er mir abgehauen ist, bin ich ja sofort hingerannt, habt ihr ja gesehen. Und als ich zum Auto hin bin, hört ihr das, ich habe versucht, den Killswitch zu betätigen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe ihn gedrückt und der Motor lief einfach weiter. Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt, dass ich den Knopf gedrückt habe. Und somit denke ich, wenn ich jetzt den Killswitch in der Funke gehabt hätte, wäre der Motor auch weitergelaufen. Ich weiß nicht, wieso der Motor da einfach nicht ausgegangen ist. Er ist einfach nicht ausgegangen. Ne? Ich habe den Knopf gedrückt und er ist einfach weitergelaufen. Ich habe ihn nur ausgekriegt, indem ich den Joke nach unten gedrückt habe und dann ist der Motor abgesoffen. Aber der war so heiß, der hat sich so hoch gedreht. Ich habe ihn jetzt nachträglich auch nochmal angemacht. Das habe ich leider nicht gefilmt, aber ich habe ihn angemacht. Der sprang auch noch ganz normal an und der Killswitch hat auch wieder normal funktioniert. Ich weiß nicht, wieso in dem Moment, als ich da war, es nicht funktioniert hat. Der RC-Kollege meinte vielleicht Selbstzünder, vielleicht hat er sich selbst entzündet, das mag gut sein. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da in dem Moment wirklich so passiert ist. Ja, das Servo ist hinne. Ansonsten ist die Karo kaputt gegangen. Die möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Die haben wir hier. Da ist mir hier vorne, weil er da voll gegen den Zaun eingerastet ist, ist hier die Karo gebrochen. Der Frontbumper hat eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Aber der Riss ist trotzdem bis hier oben hin. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das so machen. Ich werde den Riss kleben und dann versuchen mit einem Plastikstück und Schrauben den hier, wie hier vorne, wieder festzumachen. Aber das ist sehr starr, das Zeug. Ja, ansonsten ist die Karo noch in Ordnung. Sie hat sonst weiter keine Schäden gekriegt. Und wir sehen hier halt den Riss. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist okay. Also es stört mich jetzt nicht so krass. Und bei den Servos, ja, ich weiß nicht, warum das einfach so passiert ist. Vielleicht war das der Sprung. Ich habe da ja so einen Sprung versucht. Und so ein 1,5er zu kontrollieren, ist ein bisschen schwierig. Besonders, weil der so frontlastig ist. Und ja, da ist mir hier einfach
Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch war. Oder weil das so eng war. Das Servo war ja sowieso viel zu groß. Und ich musste das da ja auch so einigermaßen reinquetschen. Vielleicht hat das Kabel da schon irgendwelche Schäden erlitten. Und ist dann irgendwann weggebrochen. Naja. Ich werde mir auf jeden Fall ein anderes Servo jetzt besorgen. Und diesen Killswitch werde ich mir auch besorgen. Das heißt, Killswitch 2 neue Servos werde ich mir besorgen, falls das Lenkservo auch mal den Geist aufgibt. Der Erzählkollege, den wir da getroffen haben, der hat mir da einen guten Tipp gegeben. Die Servos werde ich mal testen und werde ich mir jetzt mal besorgen. Und dann machen wir den wieder flit. Also der Wagen selber ist ja an und für sich. Achso, vorne am Auto ist mir, habe ich ja gesagt, ist da eine Knochen vorne rausgesprungen. Und da dachte ich, da wäre alles weggebrochen. Aber der ist einfach nur, weil er gegen den Zaun geknallt ist, ist er rausgesprungen. Das kennen wir auch von unseren 1.8ern. Und er hat sich einfach nur dazwischen geklemmt. Ich habe das vor Ort wieder auseinandergenommen. Den Knochen, der hat so ein paar ja, Kampfspuren, sage ich jetzt mal, durch das Rausflutschen da. Sind ein paar Kratzer in den Knochen reingekommen. Aber ansonsten funktioniert der Knochen noch einwandfrei. Ich habe den wieder reingesetzt, wieder zusammengebaut. Die Lenkung funktioniert wieder einwandfrei. Also an dem Wagen selber sind keine Schäden entstanden, außer die Karo. Und hier das Servo, das sind die beiden einzigsten Schäden, die von dem Tag waren. Ihr habt jetzt vielleicht so ein richtig krasses Becher-Video erwartet. Ich wollte auch eigentlich ein richtig geiles Becher-Video machen. Dafür habt ihr diesen Trailer gekriegt, den habe ich extra dafür gemacht, dieses Intro-Trailer etc. Da wollte ich euch was Schönes zeigen, aber das hier ist einfach zu groß gewesen, weil ich jetzt hier nochmal zu Hause filmen musste. Und das habe ich nicht mehr hinbekommen, weil ich ja wieder los musste. Aber das kann ich euch jetzt hier... wo ich Feierabend habe, kann ich euch das jetzt mal kurz hier zeigen, was denn los ist. Ja, das Servo ist hinne. Ich kriege das auch nicht wieder heil. Wie gesagt, das hier anzulöten wäre nicht das Problem. Aber das Servo, das ist durchgebrannt. Hier fehlen so ein paar Dinger von den Teilen hier. Einen habe ich noch, aber die anderen sind irgendwie weg. Die sind auch wohl aufgeplatzt. Die haben nämlich übelst gestunken. Das hat man über den ganzen Platz nämlich noch gerochen. Und ja, das Servo ist Schrott, so gesehen. Ich werde das noch behalten, weil ich habe ja noch das Lenkservo. Falls ich mal ein bisschen was von dem Getriebe brauche oder so. Aber ja, ein bisschen schade, das Ganze. Und ja, ist aber nicht so wild. Wie gesagt, das waren jetzt so 15 Euro pro Servo. Das ist okay. Ne? Man hat, oder ich lerne jetzt aus den Fehlern und werde beim nächsten Mal ein besseres Servo, wie gesagt, diese zwei da, die mir empfohlen worden sind, die werde ich jetzt nochmal testen. Den Killswitch werde ich besorgen. Und wir werden erst wieder fahren gehen, wenn ich auch den Killswitch habe. Und die neuen Servos habe und dann sehen wir den 1.5er wieder. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Ich warte sowieso jetzt erstmal auf die Servos. Die kommen nämlich aus China oder woher die kommen. Das wird ein bisschen dauern. Aber ich habe es sowieso nicht so eilig, weil ich bin so ein bisschen abgeflasht momentan. Durch den Vorfall passt mir die kleine Pause hier sowieso sehr ganz gut. Wir werden uns dann in den nächsten Videos mit den Quadrocopter entweder wiedersehen oder irgendein Modell. Weiß ich noch nicht. Ja, kurze Aufklärung, ihr wisst Bescheid. Ich bin's, euer Laser, und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.